Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute sind wir in Noseland und das wird ganz interessant. Salut zusammen. König Bruno heisst dich auch willkommen. Wir gehen jetzt rauf aufs Land. Hier habe ich aber das Wegrecht. Also, das ist alles legal. Alles legal, ja. Das glaube ich. Genau. Darf ich euch übrigens vorstellen, das ist der Bruno Schlatter, gell? Genau. Und er ist eben hier der Monarch. König Bruno, ganz genau Ihre abgelachte Eminenz, König Bruno, der Erste und Letzte vom Mosel. Heisst, heute haben wir vier natürliche Grenzen. Als ich angefangen habe, erst drei. 70 mal 30 Meter. Ist gross, ja? 2103, jetzt gleich 1 Quadratmeter kleiner. Slow Food, mit Tee, langsamer Fußball. Ich habe mal ein internationales Spiel geplant und dann gemerkt, dass es zu viele Löcher hat. Du kannst nicht säckeln. Dann haben wir mit dem Sportminister zusammen Slow Food entwickelt. Das heisst, sobald du schnell bist, pfeift der Schiedsrichter ab. Voll. Das sind 11 Jahre, aber ihre eigene Zeitrechnung. Wir sind in 2,5 dann etwa. Und zwar sind das so Tempotaschentücher, Packungen, die in meinem Privatgebrauch unterworfen sind. Schon eine in der Sonne, he? Quadratmeter in der Sonne, würde ich sagen. Dann tue ich jetzt den schnell so pro forma ausstecken. Dann kommt er nicht dort. Und über nächstes Jahr im unteren Ecken oder einfach wie es gerade ist. Eine junge neue Nation. Streng Grenzstein. Eine Flasche Rote. Wir haben rund 300 Minister. Das heisst, weltweit die beste Ministerquote pro Volk sind 150 Regierende zuständig. Was dazu führt, dass die Regierenden sich extrem Mühe geben. Machen wir jetzt alles nämlich so. Lang lebe dieses Land, frei, fröhlich und spontan. Wir haben mit der Schweiz, eben mit dem Geri Müller, scheidenden Präsident der Außenpolitischen Kommission, damals haben wir einen Nichtangriffspakt geschlossen. Das heisst, wir haben einen internationalen Vertrag. Dann bist du in dem Sinne auch anerkannt, als wenn du der Vertragspartner bist, bist du auch Staats- auf dieser Ebene. Genau. Was man schon allen muss sagen, ist natürlich, dass Noseland eine wichtige Aufgabe hat. Es ist ein gutes Beispiel für andere Staaten. Wir haben keine Schulden, wir haben keinen Skandal, wir haben keine Politiker, die diese verarschen, wir haben kein Mobbing, wir haben einfach ein Paradies. Schreit nach Anerkennung, respektive von den grossen Staaten, USA, Russland, China, die akzeptieren nur Staaten, die man anerkennt. Ich habe schon 11 Jahre gelebt, immer wieder in den Medien gelebt hat, in den Social Medias natürlich gelebt hat, aber vor allem auch hier auf der Wiese lebt, mit Kunstausstellungen, mit Performance-Festivals, mit dem Haartourist, der gerade vor 2-3 Wochen da ist, kam sich Haar schneiden sich selber, Kunstaktionen, Stände. Historische Ausstellung gemacht mit der Kolinska zusammen, wo man das Ganze ein bisschen einbettet und die Tagebücher, die er geschrieben hat. Die Farbe sieht man jetzt nicht mehr so gut, aber das Erstaunliche war, weil die Noseland ein bisschen... Danke vielmals, Bruno Schlatter, dass wir vorbeischauen durften. Das war es schon. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell? Wir sehen uns.